Ich finde es witzig, dass der Wii-Teil nicht weiß, ob er jetzt ein Sequel oder Dreamland 4 sein soll. Ich habe mich eher so gefragt, ob es vielleicht ein Reboot ist. Oh, es gibt Story, aber die interessiert mich jetzt nicht. Ja, eben war es ja indirekt ein Reboot. Es war halt wortwörtlich ein Reboot. So, wer auch immer Kala und Bibi sind, Grüße gehen raus, falls euch das Spiel gehört hat. Party Mode. Wir spielen eine Runde. Wir brauchen eine Wette. Die gleiche Wette wie vorher. Haha, ich bin der Millennium-Stern. Benutze den 3D-Joystick, um Shit auszuwählen. Gefechtsspielbrett, Minispielzimmer oder du, Spielbrett, also Gefecht. Nur die Reihe ist sehr zum Krass. Oh shit, wisst ihr, warum ich das Spiel mag? Ihr könnt mal raten, warum ich das Spiel mag. Prediction, es ist Paper Mario. Nee, es ist tatsächlich nicht. Erklär dir jetzt die Regeln. Ich will die Regeln aber nicht hören. Oh, warte. Ich habe gesagt, dass ich die Regeln hören will. Das war das Problem. Also, die Vorhersage startet jetzt schon. Ich kann jetzt schon mal dafür voten, was ich werde. Und ich versuche zu gewinnen. Und Bahamut scheint den richtigen Riecher zu haben. Also diesmal den Text auch wirklich lesen. Regeln? Nein. Das wäre diese Standardfrage. Möchtest du den Spielmodus spielen? Ja. Taschentuch sagt einfach konsequent nein. Finde ich gut. So, wie viele Spieler sind dabei? Ich bin alleine nach wie vor. Und ich bin heute Daisy! Weil sie hier ist. Also dürfen mitspielen die Leute, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Das heißt Donkey Kong, Luigi und dieser unwichtige Darsteller. All equal. Wieder hier noch hart. Gibt es ein Handicap? Nein. Und die Auswahlspielbretts. Shit, die sind alle nicht so gut. Deshalb, was nehmen wir da? Wo die wollte ich auf gar keinen Fall. Nehmen wir die komische Wüste. Oder die Gruselgrotte. Wieso kann ich nur vier Maps wählen? Und 20 Runden oder 15. Jim, ich habe mich verrechnet, ich habe keine Ahnung. Alle Minispiele sind erlaubt und Bonussteine sind definitiv an. Von daher starten wir diese Mario Party und diese Wette. Ich wollte so viel setzen, dass ich 69 vor 20 habe. In der Shaggy-Wüste geht es heiß her. Ich hab die noch nicht freigeschaltet. Sorry. Ihr seid alle hier in der Dornen-Dürr-Wüste. Also würfeln wir jetzt um den Sieg. Und ich hab schon wieder eine 10. Was? Was ist das für ein Beschiss? Ich habe einfach gecheatet. Schon wieder. Hab ich was gesagt? Nein, du hast 1000, du hast dich verrechnet. Also. Der erste Stern, Purzel sagt, der erste Stern ist hier. Und dort drüben ist irgendwie noch ein. Oh nein. Jetzt weiß ich, warum die Map kacke ist.
Das wird unser Bestes. Und sie ist außerdem kacke, weil ich nichts erkenne. Aber die Musik sagt mir was. Hör mal den Filter drauf. Bisschen besser sieht's aus. Aber trotzdem, boah. Ich gebe mir gleich mal den Goldpilz. Ich muss erstmal mein Geld verdienen hier. Ich hätte die Wassermap nehmen sollen. Da hätte man definitiv was erkannt. Die Unterwassermap habe ich schon mal gespielt, wo die Wurzel ist halt kacke und... Ja. Die Musik ist nicht schlecht. Ihr seid doch sicherlich alle dafür, dass Waluigi gewinnt, richtig? Okay, cool, dass man tatsächlich den Skelettschlüssel direkt vor den Tür kaufen kann. Das ist äußerst praktisch. Ich kann Waluigi nicht wirklich leiden. Ich akzeptiere, dass er hier ist für die Spin-Offs, aber ich möchte seinen gottgleichen Status nicht anerkennen. Sagen wir es mal so. Er war eine nette Audition, aber dann wurde es nervig. Und es nervt mich auch, dass er quasi die Meta an Mario Kart ist. Was natürlich lustig ist, weil er ist ja wortwörtlich, er war ursprünglich mit Daisy zusammen King of the Spin-Offs. So. In Smash eigentlich auf keinen Fall. Und so sehr es mir tut, Daisy gehört da auch nicht hin. Aber ich freue mich, dass sie halt ein Skin-Clone ist von Peach. Das macht mich glücklich. Aber eigentlich gehört sie nicht rein. Was zum Fick, drücke die Knöpfe, die dir die Sternblöcke geben. Immer rechtzeitig, um schnell ins Ziel zu gelangen. Also, wir müssen Knöpfe drücken. Ich bin der Mittlere. A. Z. B. B. Z. A. B. Okay, ich muss in die Mitte drücken. Oh, ich verstehe, ich bin immer B. Das ergibt Sinn. Ich bin immer B. Nein, nein, nein. Ah! Alle sagen immer, er könnte die Sportspiele besiegen. Theoretisch gesehen kann er das, aber es nervt einfach. Oh mein Gott, schaut euch Donkey Kongs Augen an. Er ist einfach innen tot. Das war Creepypasta-Image gerade. Das war gerade ein Creepypasta-Image. Das war Red Mist. Er ist so overrated, ja eben. Ach ja, und das Spiel speichert zwischen den Runden. Das ist sehr fortschrittlich. Und man kann mehr als ein Item tragen. Ich hab kein Geld. Aber ich befinde 10. Zeig mal die Gesamtsicht. Also, der erste Stern ist dort, ich kann mir nicht leisten. Dann gehe ich direkt für den zweiten. Oh, Item-Mini-Spiel, sag ich nicht nein zu. Hätte ich doch wenigstens eine andere Map gewählt, so. Heilschaukel kann ich nicht. Jetzt verkacke ich auch immer in Mario Party Superstars. So, ich habe vergessen, muss ich drücken, während ich links bin oder während ich rechts bin? Ich glaube, nach rechts muss ich drücken. Ich will das Telefon ist so cool. Der Schlüssel ist auch okay. Das sind doch die Haie, die auch in Mario... in New Super Mario Bros. DS vorkommen. Was ist euer Lieblingscharakter in Mario Kart? Oder generell in den Spin-Offs? Welchen Charakter spielt ihr am liebsten? Ich meine, wahrscheinlich diese Shy Guy für Taschenbuchgeist.
Bahamut spielt aber öfters das Mean Green Waluigi. Stimmt, Rosalina auch. Oh, der wird gefickt. Oh ja, schaut euch den sexy Boy an. Sie haben sich einfach gedacht, das Modell sieht so wie aus wie Arsch. Wir packen den in die Frenchmade-Pose. Apropos Frenchmade, habt ihr diese YouTube-Videos? Werden euch diese YouTube-Videos vorgeschlagen, wo jemand Roboter-Mates baut? So Poppy-Style? Es gibt so ein Projekt auf YouTube, da baut jemand ein Mate-Café mit Roboter-Mates. Und auch wenn die ein bisschen komisch aussehen, ich sehe den Effort. Ich mag die Idee dahinter. Und wie. Ich will, dass das ein Erfolg wird. So, da wurde sich auch schon drüber lustig gemacht, was das doch für ein Scheiß ist und wie uncanny die aussehen. Und ich meine, was guckst du dir bitte schon auf YouTube an? Das waren meine Vorschläge. Pizza Pronto! Ich fress euch unter den Tisch. Wie gesagt, die Sache ist, natürlich ist es am Anfang alles noch ein bisschen komisch, aber ich mag es, die Idee, dass die Sachen, die du bestellst, auf den QR-Code-Zetteln ihnen zeigt, das ist clever. Und die Augen sind ein bisschen zu hell, dass wir sie noch in den Griff kriegen. Und wie gesagt, ich mag den Effort. Waluigi! Du frisst nicht meine Pizza! Nimm den Mann, Waluigi! Bei mir wird Metal Gear Rising Shitpost angezeigt. Ich kann das nachher teilen. Ich meine, es war klar, dass ich eine Kontroverse damit anzettel. Aber was ich zum Beispiel sehr cool finde an diesen Charakteren ist, die haben darauf geachtet, dass sie eine Art Atmenbewegung machen. Also, dass sie nicht nur steif dastehen. So, das ist Effort. Klar, sie sollen nicht komplett menschlich aussehen. Sehen halt aus wie Anime-Figuren. Ich denke, ich werde jetzt mal beobachten, was daraus wird. Action Time! Spring über den Kaktus. Boing. Sind halt Animatronics bloß weitergedacht. So ein bisschen. Und sie sind halt darauf programmiert, auf irgendwie so Glöckchen zu reagieren. Diese Karten anzunehmen. Das ist manchmal. Haltet mich für bekloppt. Aber ich finde das irgendwie niedlich, wie sie die Sachen annehmen und dann auch süß machen. So. Okay, Bahamut, das ist nicht ganz geheuer, ich sehe schon. Wir sind von zwei unterschiedlichen Planeten. Aber das ist okay, das muss sein. Das kann ich immer Zuspruch geben. Ich finde die nicht niedlich auf die gleiche Art, wie ich, keine Ahnung, irgendeine Katze niedlich finde, aber ich finde, ich finde es niedlich, wie sie sich Mühe geben. So. They try their best. So nach dem Motto, so finde ich die niedlich. Wieder Bowserfeld, was ist hier los? Und immer noch keine Bowser-Revolution. Bowser-Handy! Was ist Bowser-Flug? Sind beide einfach geflucht. Das ist einfach, das ist das Ding mit den Erdbeeren, richtig? Was sollte ich hinbekommen, wenn es nicht zu verzögert ist? So. So, ich darf die Kirschen nehmen und darüber gehen. Zack. Okay, funktioniert. Okay, shit. Flieg. Doch, das klappt. Übernehmen! Schmeiß doch weg!
So. Shit. Schön den Dreier verhauen. Nein! Wieso haben die mehr als wir? Na gut. Auf einem technischen Level ist das beeindruckend, aber ansonsten eher richtige Hardcore-Level. Natürlich, was erwartest du denn von mir? So, ich muss da nicht hingehen, aber ich mag, dass es existiert. Ich mag, dass sich jemand die Mühe macht und da ein bisschen forscht in die Richtung. Wie haben wir schon vorhin festgestellt, wieso bin ich auch geflucht? Wieso hab ich einen Fluch abbekommen? Ich sag's einfach mal so. Mario 64 sieht aus wie Arsch. Und generell, viele 3D-N64-Spiele sehen aus wie Arsch. Aber GameCube-Spiele würden nicht so gut aussehen, wenn sie nicht auf dem N64 ihr Bestes versucht hätten. So nach dem Motto, wir brauchen diese Uncanny Prototypes, damit irgendwann mal was Richtiges rauskommt. Sage ich jetzt einfach mal so. Du hast keinen Platz bei. Shit, hätte ich den Bowser-Fluch canceln können mit dem goldenen Pilz? Zeta-Zahnrad. Staffelspurt? Ich hatte gerade Sattelspurt gelesen. Ja eben, Furries können davon auch profitieren. Ach, das ist das Ding. Das ist dieses Multi-Rennen. Ich mag den Look von Mario 64, obwohl er objektiv Shit ist. Okay. Er muss A, B machen. Ich glaube, das Zweite ist nicht das Problem. Paddeln, Waluigi, paddeln! Häng dich ins Zeug! Oh nein, ich hab das dumme Gerät. Wie geht's? Zack, zack. Runter! Warum kann das nicht andersrum sein? Ich krieg das nicht hin. Also, warum krieg ich das Scheißding? Warum krieg ich das Scheißgefährt? Spam den A-Button-Blockchen. Mann, wir haben einfach verkackt. Hätte ich nicht dieses dumme Fuck-Ding bekommen. So, mit dem ersten hätte ich trainiert, mit dem dritten auch. Und so hätte ich auch, wenn es halt gewesen wäre, hoch A, B, runter A, B, hoch A, B, runter A, B. Aber es muss ja sein, hoch A, runter A, hoch B, runter B. Das ist... Bullshit. Den Stick zu ändern dauert so lange. Oh, ich habe die Pickerwand bekommen. Aber es gibt nichts. Ich hasse es, wenn das passiert. Luigi, tu mir den Gefallen und schaff jetzt die verdammte Action-Time. Das sind harte Computer, meine Damen und Herren. Und ich habe die Chance, jetzt Geld zu kriegen. Wir haben alle fast gleich viel Geld. Ich glaube, Bowser Revolution ist doch in Aktion getreten. Ah, wir haben 40 Münzen im Pott. Großartig, auf in den Kampf. Komm, gib mir das Neue. Hügerische Türen, das klingt wie Arsch. Oh, das ist das Ding mit den Schlüsseln. Tod, Buhu und Koopa betreten das Schloss. Merke dir, durch welche Tür jeder eintritt. Beantworte die... Schnell... Ach, antworte als Schnellster. Okay. Das war Luigi gefährt. So, Toad,
Scuba ist ein B, Buhu ist ein B, Tod ist ein A. Tod ist ein A. Nein, warte, Tod ist ein Z, Buhu ist ein A und Koopa ist ein B. Koopa ist ein B, Tod ist ein Z. Ich hab gewonnen! Glaube ich, außer Waluigi war schneller. Ich. Waluigi war schneller. Hat der gerade wie Luigi geredet? Waluigi hat gerade I'm the best gesagt wie Luigi. Waluigi, mach mich stolz. Komm, wenn du das schaffst, darfst du einen Smash. Oh shit, das hätte ich nicht sagen dürfen. Was habe ich getan? Ich verstehe nicht, warum die das machen. Stell dir vor, du rechnest taktisch aus, dass du noch einen Punkt hast und machst das dann absichtlich, um... Was? Vielleicht, weil wir die Runde schon eins hatten. Das kann sein. Lawinen-Schlawiner. Mario Party IQ. Oh nein, das ist genau wie das Pokémon-Quiz. Das ist genau wie das Pokémon-Quiz. Er wird die Frage Stück für Stück stellen. Start! Welches Minispiel gibt es in keinem der zwei Vorgänger von Mario? Ja. Ein Glücksgeil-Minispiel. Wie viele Items kann man auf dem Gefechtsspielfeld tragen? 3. Okay. Wie viele unterschiedliche Geschwindigkeitsoptionen gibt es auf dem Gefecht 2? Dann eben nicht. Welches Minispiel ist für 4 Spieler das Kampfminispiel? Okay, ich muss mich jetzt reinhängen. Welchen Knopf drückt man als erstes auf dem Gefechtsspiel? Ah. Ich verstehe es nicht. Für wie viele Münzen stiehlt Buhu den Gegnern einen Stern? 5. Kann ich jetzt bitte eine gute Frage bekommen? Wo liegt der aktuelle Rekord bei der Rase? Das weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Wie viele Würfelblöcke erscheinen, wenn man einen Pilz? 2 essen, 2. 4 zu knapp. 4 zu knapp. I'm the best. I'm the best.
Ich würde gerne diesen Stern erwärmen. Ich hoffe, der ist echt. Ich hoffe, der ist echt. Ich hoffe, der ist echt. Er ist echt. Er ist echt. Ich krieg einen Stern. Geht ja gut los hier. So. Er ist hier drüben. Und da ist noch einer. Upsi. Ich hätte gerne ein Purzelplüschtier. Ist das so viel verlangt? Schaut euch den kleinen Fratz an. Er hat ein Würfelköpfchen und ein Totgesicht. Er hat ein Totgesicht. Ein Totgesicht. Luigi, enttäusche mich. Ich find's lustig, dass das das erste Mario Party Spiel ist, in dem Luigi seine aktuelle Stimme hat. Kampfminispiel für 0 Münzen. Damit kann ich leben. Außer das Donkey Kong nicht. Aber wir haben ja alle nicht genug. Immerhin habe ich das wenigste gezahlt. Der Regentanz oder Pillenpolka? Er hat nicht mal Luigi's Mansion die Stimme. Doch. Hatte er. Er hat auch in Mario Kart 64 die Stimme. Nur halt hatte er in Mario Kart 64 in Japan eine andere Stimme. Diese. Au, 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 au. Die dann später gab es in Mario Party. Überall. Und in Mario Kart Super Circuit. Und das Lustige ist halt, wie ich schon mal erklärt habe, Mario Party Assets sind immer veraltet bei Hudson. Fuck you. Lass mich an die fucking Regenwolke! Ich will jetzt auch mal Regen bekommen hier. Ich werde panieren, weil ich absolut nicht rankomme. Ich glaube, stark nach Mario. Nee, es ist halt Charles Martinet. Ey, hätte ich noch ein bisschen mehr Wasser bekommen. Aber am Ende haben die mich komplett blockiert. Arschlöcher. Immerhin zweiter Platz. Ein bisschen Money. Ist okay. Etwa den Einsatz zurück. Finde ich okay. Und Bowser fällt. Bowser-Anzug geschenkt wäre irgendwie nett. Oh cool, gar nichts passiert. Das sah lustig aus. Wird Donkey Kong wieder die Palme küssen? Das und noch viel mehr erfahren Sie heute. Wir machen uns bereit, die Spannung steigt und er verkackt es schon wieder! Zum 50. Mal! Außerdem schon wieder ein Duell mit dem Spiel und Donkey Kong hat kein Geld. Kriegt nochmal eine Chance, Geld zu gewinnen. Ja, aber ich habe das Gefühl, das geht nicht zweimal in einer Runde. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Fail-Safe-Mechanismus. Jo, alle gegen mich? Das hatten wir noch nie. Wollen wir was Neues haben? Bitte was Neues, was Neues, was Neues? Warum Coca-Cola? Wenigstens Requisiten raten. Oh Gott, weg, Nüsse. Nicht die Nüsse! Stampft euch gegenseitig, ich mein's ernst. Kommt her, kommt und holt mich. Kommt schon. Nein, kommt und holt mich. Kommt und holt mich. Ja. Ich hab gewonnen. Wie hab ich das gemacht?
Was ist eigentlich meine Erfahrung mit dem Spiel so? Ich habe das hier ein paar Mal gespielt. Ich wollte generell immer lieber Mario Party 3 haben als Mario Party 2, was halt an Daisy liegt. So, ich habe den Story-Modus nicht durchgespielt, weil der dauert halt eine Weile. Oh, Luigi hat den Stern. Aber ich habe das Spiel zweimal gespielt gegen Freunde. Mario Party 3 ist auch dieses Spiel, was keiner hatte. Mario Party 3 ist ein Spiel von... Warte mal, von wann ist Mario Golf? Das Off-Time, Caution, Attention. Wichtig, das Gerät nicht mehr einschalten. 1997? Mario Party 2 ist von auch von 1997. Nee, das ist wahrscheinlich das generelle N64-Datum. Steht hier leider nicht drauf. Das ist ein wunderschönes Label, muss ich wirklich sagen. Das geht zwar nicht so, aber das ist ja in Ordnung. Ich google einfach mal schnell, von wann Mario Party 3 ist. Oh, kann ich gar nicht. Nein. Mario Party 3 ist von 2000. Genau wie Conker's Bad Fur Day. Genau wie Kirby 64, genau wie Paper Mario. Das sind all diese Spiele, die niemand hatte und die jetzt super teuer sind, weil sie halt technisch hochwertig sind. Und er hat es schon wieder verkackt. Wir hätten eine Wette abschließen sollen, ob Donkey Kong jemals weg von dieser Stelle kommt. Und das Fragezeichen-Spiel, Tales Corner, das ist ein cooles Spiel, das mag ich. Das ist ein Mario Party Superstars. Gehen wir doch locker hin. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass das Spiel hart ist. Es war tatsächlich teurer als Mario Party 2. Was mich wundert, weil Mario Party 2 der Teil ist, den Leute normalerweise haben wollen. Aber gut, wahrscheinlich, Mario Party 2 hat sich wahrscheinlich einfach mehr verkauft. So von da jetzt zu Ordnung. Ich kann uns jetzt schon anteasern, ich habe mehr Hefte bestellt. Ich habe mehr Hefte bestellt, unter anderem von weiteren Zelda-Spielen. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, wenn die ankommen. Fuck, 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 fuck. Ich gewinne! Fuck. Ich habe doch gesagt, ich mache dieses Spiel. Oh mein Gott, glaubt ihr, dass das Puzzle-Spiel kommt von Mario Party? Hier, Mario Party Steinblocks Schacht, nennen wir es so. Oder wie es hier heißt, Mario Puzzle Party. Ein Spiel, in dem man Blöcke stapelt. Hey, warte mal, es ist Nacht geworden in der Wüste. Was? Ach so, es ist nicht Nacht geworden. Ich habe einfach nur den Kreis verwechselt. Aber ich dachte gerade wirklich so. So, ich habe das Geld. Ich sollte einfach mal checken, wo der Stern ist. Der ist eigentlich sogar um die Ecke, wenn ich ehrlich bin. Aber ich brauche einen Schlüssel. Habe ich den Schlüssel? Ich habe tatsächlich... Wo habe ich den Schlüssel her? Aber egal, wo ich ihn her habe. Wir starten jetzt durch. Wir drehen auf. Wir stehen auf. Wir gehen durch das Tor und holen uns den Stern. Moment. Was passiert eigentlich, wenn ich da lang gehe und nicht den Schlüssel habe? Dann gehe ich doch wieder zurück, oder? So, jetzt kann ich mir noch Geld gönnen von Waluigi. Tut ja nicht weh.
19 Münzen. Kann sich sehen lassen. 50 Münzen, jetzt könnte ich eigentlich einen Stern stellen. Wo kann ich nicht noch zufällig? Ah, okay, dann geh wieder schlafen. So, also, ist jetzt dieser Stern fake oder nicht? Ich hauche diesen Stern. Er ist in der Tat echt. Sehr schön. Stern Nummer 2. Die nächsten beiden Sterne befinden sich hier. Zwischen diesem Itemfeld und hier unten beim Sandwirbel, den man nicht erkennt. Die liegen eigentlich beide auf dem Weg, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, ich mache jetzt den Donkey Kong, wenn ich ehrlich bin. Aber erstmal gehe ich eine Runde shoppen. Soll ich die Itemtasche kaufen? Wollen wir ein bisschen gamble? Alternativ würde ich den Umkehrpilz kaufen. Gamble oder Umkehrpilz? Ich hab Bock auf Gamble. Ich kaufe jetzt die Itemtasche. Ich habe nämlich keine Items, mal schauen, ob es sich lohnt. Tag, wir bekommen ein Umkehrpilz, was schon mal cool ist. Zweitens bekommen wir eine Rauchtruhe. Ja. Und zumindest die Lampe Fortuna. Naja. Nicht das Wahre, aber... Ich gucken. Wenn ich jetzt da lang gehe, ist es halt Bullshit, ne? Aber andererseits, wenn ich da runter gehe, kann ich mir den Stern eh nicht kaufen. Das heißt, ich mache jetzt den Donkey Kong. Und benutze das als Teleportpunkt. Und wenn wir das jetzt benutzen, um hier runter zu gehen, dann bekomme ich vielleicht am Startpunkt ein bisschen Geld. Das wäre cool. Also eigentlich hat sich die Kur nicht belohnt. So. Ich muss jetzt das nächste Mal, wenn jemand ein cooles Item hat, muss ich die Raubkur einsetzen. Und wenn jemand den Stern kurz vorher hat, dann muss ich die Lampe Fortuna einsetzen. Angenommen, Donkey Kong kauft sich jetzt ein Goldbild oder so, den könnte man klauen. So gesehen. Kongs Tanztheater. Ach nee, komm hier nicht mit Golf, ey. Ich habe jetzt ein Trauma. Wobei, ich mag dieses Spiel. Wieso muss ich anfangen? Das hat's nicht gebracht. Ja, verloren! Ich sag dazu nichts. Hat ein interessantes Item, deshalb gehen wir einfach unten lang. In der Hoffnung, irgendwas Cooles zu finden. Kann den Kanal das auch nehmen. Warte, ich kann hier noch ein Item benutzen. Ich wollte schon sagen. Das wäre merkwürdig. Ach
Achso, der Stern wäre auch gar nicht da unten gewesen, fällt mir gerade auf. Oh, wie dumm. Ich brauch Geld. Alle sterben. Aber alle sind nur Waluigi, von daher ist das nicht so schlimm. Aber warte, der kann sich Stern kaufen. Shit. Ist das da Brokkoli hinten? Diese kleinen Grasbüschel sehen aus wie Brokkoli. Und ich meine jetzt nicht nur im übertragenen Sinne. Hier nur noch der kleine Scoupé. Ah. Er hat gerade Items bekommen. Er hat gerade Items bekommen. Den kann ich jetzt klauen. Die Frage ist nur, was klaue ich? Wenn ich das Spray klaue, bin ich geschützt. Wenn ich den Goldpilz klaue, ist das auch cool. Den Telewürfel will ich eigentlich nicht haben. Und sonst schon die Flammen des Flackers. Ich finde, dass die meisten Flammen nicht gewünscht. Weil ausrechnen und spülen. Und ich muss pumpen, okay. Ne, warte, ich muss zählen. Ah, okay, ich kann sprühen, wenn sie nah sind. Das ist cool. Ah, das ist clever. Nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, das Zielen ist echt nicht so leicht. Wieso haben die mehr Flammen als ich? Ich verstehe es nicht. Das mache ich falsch. Bullshit. Ich habe nicht genug Geld für den Scheiß und außerdem habe ich vergessen, das Item einzusetzen. Wundervoll. Oh, versteckter Block. Nimm den Schlüssel, den ich nicht aufnehmen kann. Wundervoll. Kein Grund, in Selbstmitleid zu versinken. Dann zieh mich halt auf die andere Seite. Ist mir egal. Ey, ich wusste, ich hätte klauen sollen, ich hab's nicht gemacht. Was ist das komische Spiel? Ist das nicht total broken? Mir egal, ich bin im Scheinwerfer-Team. Solange alle ungefähr draufhalten, ist ja okay. Zack, weg mit ihm. Er ist hier drüben, schnappt ihn euch. Wir müssen die Farben kreuzen. Ja! Und rein in den Käfig mit dir, ab ins Horny Jail. Seid ihr auch alle im Horny Jail?
Oder wohin seid ihr verschwunden? Ist erstaunlich ruhig gerade. Oh cool, ich werde berichten, was Waluigi verkackt hat. Zurück in die helle Wüste, wo wir nichts erkennen können. Ich glaube dir, dass du noch da bist. Aber es ist irgendwie ein bisschen langweilig gerade. Los, Waluigi, kauf den Stern und sag mir, dass er fake ist. Wie bisher noch keiner eine Niete gezogen hat, ist unglaublich. Spielst du nur schönes Bahamut? Minecraft? Final Fantasy? Irgendwas mit Final Fantasy hast du vorhin gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. 15? Oder 14? Online? Ja, Final Fantasy 6. Was ist PR? Hey, wir haben tatsächlich nicht darüber geschrieben beim letzten Mal. Komisch. Ach, Pixel Remaster. Dann wie ist da das Ding selbst erklären? Kann ich springen in dem Spiel? Ich kann in der Tat springen. Dann wollen wir versuchen zu überleben. Wie weit bist du in dem Spiel? Ich hatte Körpus an dem Isaac Run dran. Das kann einiges an Aufmerksamkeit fressen. Oh shit, es wird sehr eng hier. Ich mach dich jetzt platt. Geh fast dabei drauf. Sag einfach mal Tschüssi. Bye bye. Nie dran gezweifelt. Wie ich immer noch vorne liege. Brauch noch einen Stern. Komm schon. Oh, weißt du was? Ich setz jetzt mein Item ein. Soll ich den Telekauf klauen oder soll ich das Geisterspray klauen? Aber wenn ich das Geisterding klaue, dann besteht eine Chance, dass ich den Würfel bekomme und der Telekauf bringt nichts, wenn ich kein Geld habe. So. Ich gehe einfach davon aus, dass ich kein Geld bekommen werde, deshalb werde ich versuchen, DK jetzt das sinnvolle Item zu klauen. World of Room und habe alle Charaktere. Musst du noch Science Storm und Turm von Kefras Kult machen, bevor ich am Ende, also bis fast am Ende. Ich habe das Spray bekommen, let's go! Ich bin gerade so glücklich. Weil mit dem Teleblock hätte ich nichts anfangen können. Der Stern ist dort drüben, dann gehen wir auch dahin. Mehr Geld für mich. Der Telekauf wird gezückt. Ah, oh, wie süß. Hold up! Waluigi hat jetzt den Telekauf gezückt, hat Toad angerufen und gesagt, dass er nichts kaufen will. Diese Tabu ist auf schwer! Sie ist auf schwer! Was haben die Entwickler geraucht?
Und er hatte nicht, erzählt mir nicht, dass er sein Inventar freimachen wollte. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Er hatte noch 2 Slots frei. Es gab keinen Grund, einen Slot frei zu machen. Sorry, dass ich gerade ein bisschen sehr laut geworden bin, aber... Das ist Bullshit. Fischfinger. Fischstäbchen. Aber ich muss mir immer wieder Fischstäbchen kaufen. Ich werde diesen voll... Oh Gott, ist es das Spiel. Gibt's das nicht auch in Mario Party Superstars? Mit der Zauberhand. Ich kann einfach nur schwimmen. Hey, willkommen, Gecko. Ich bin ein bisschen Mario Party 3. Luigi hat sich gerade nicht mit Ruhm beklagt. Nein, nein, nein! Ich konnte nichts machen. Ich war sofort gesnackt. Hey, ist alles okay. Ich gebe zu, Taschenlugard, es war ein bisschen langweilig gerade, aber... Hey, du brauchst einen Schlaf. In Ordnung. Willkommen, Gecko. Vielleicht finden wir nachher doch noch ein bisschen Zeit für Tomodachi. So, ich sage nichts dagegen. Welches Mario Party magst du eigentlich am liebsten, Gecko? Magst du lieber 1, 2 oder 3? Ja, Tomodachi kommt vielleicht später noch. Ach nee, warte. Nein, warte, stimmt, kein Tomodachi. Es ist ja schon 20 Uhr. Jetzt haben einfach alle das Deppenspray. Er hat schon wieder ein Telefon bekommen. Wer das jetzt verschwendet, dann kann ich es verstehen. Mario Party 2. Die meisten sagen Mario Party 2. Aber für mich ist Mario Party 3. Für mich 8-8 ist auch so. Bei 8 können wir irgendwann im Stream spielen. Aha, bis Wii Online dauert es eine Weile. Was glaubt ihr, in wie vielen Jahren kriegen wir Wii Online? Und wie viel wird uns Nintendo dafür abknöpfen? Du sagst das doch jetzt nur, weil du Mario Party 3 nicht gespielt hast, oder? So ist das bei jedem Wagen. Du rührst nicht die Schilder, sonst nimmt die Geschwindigkeit des Wagens ab. Spring in einem 2-Personen-Wagen und empfahre Schilder. Das schnellste Team gewinnt. Okay, wir können uns nach rechts und links neigen. Ich habe mal ein paar Siege, aber da kriege ich es nicht. Zum Laufen. Wie jetzt das Spiel jetzt die Disks zerkratzt? Welche? Was ist das für ein Scheiß? Mal ein paar Siege fehlt mir tatsächlich. Ist auch nicht so leicht zu bekommen. Ey, leck mich am Arsch. Es läuft super slow auf dem originalen GameCube. Kannst du mir das mal abfilmen? Oder meinst du auf dem Emulator? Mario Party hatte ich nie als Kind 3. Ja, das hatte niemand. Niemand hatte Mario Party 3. Kein Original. Ach so, so eine... Ah, okay. Ja, cool. Cool, so. Mir nur einfällt, vor Star Wars Pack. Das habe ich vorhin auch gesehen. Oh cool, der war nicht echt. Zurück zum eigentlichen Thema. May the Fourth. Ich bin kein Star Wars Fan, aber ich finde das cool. Luigi, mach nicht den gleichen Fehler nochmal, ich schwöre. Luigi, ich bring dich um. Ah, vielleicht. Und da kauft er sich einen Schlüssel. Made a curve. Es geht um Money und leider habe ich nicht so viel davon. Aber ich habe immer noch weniger als die anderen. 30 Münzen? 20 Münzen.
18 Münzen sind im Pott. Wenn ich das Ding gewinne. Keine Ahnung. Flammentanz. Hab ich irgendwie. Oh Gott. Was war jetzt Flammentanz? Okay, versuchen wir es. Versuchen wir dieses Spiel. Weg ist das Geld. Das Geld ist weg. Ja. Ich wollte schon sagen, wie spielt es bis zum Ende runter? Die Kranken. Die sind doch pervers und krank, diese CPUs. Überlege, ob es sich lohnt, die Lampe Fortuna zu benutzen. Er hat Lugi getauscht. Oh. Und er kriegt den Pott, aber es gibt keinen Pott, oder? Doch, es gibt einen. Ich hab nicht aufgepasst, wer alles über die Koopa-Bank ist. Über die Koopa-Bank. Bin in letzter Zeit sehr angeschlagen. Oh, cool, Fischfutter. Das Spiel mag ich. Taucht man ihn schon mit dem Stick? Oder taucht man ihn mit Mehl? Tatsächlich taucht man ihn mit Mehl und nicht mit dem Stick. Dann muss ich mir das merken. Am besten mit Z tauchen. Das ist eingängig. Schwimm, 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 schwimm. Ja, das ist natürlich kein großer Fisch. Das mag ich. Ich mag noch mal ein paar. Mario Party 4 ist super. Ich liebe ja auch Mario Party 6. Das hatten auch weniger Leute. 5 ist halt auch noch so ein Klassiker. Aber bei 5 habe ich zu viel gespielt als Kind. 5 ist ein super solides Spiel. Aber bei 5 fuckt mich auch ab, dass du keine normalen Items hast. So, die Kapseln sind genial. Die Kapseln in 5 sind genial, weil sie immer beides sind. Aber am Ende des Tages willst du dann den Pilz doch lieber verwenden und es ist halt scheiße, wenn du Items nicht taktisch kaufen kannst. Sagen wir es, wie es ist. So, gäbe es Itemläden in Mario Party 5, wäre das Spiel so viel besser. Wo ist denn jetzt hier irgendwas? Ja, das passt mir nicht. Weißt du was? Lampe Fortuna! Alleine schon, damit wir einen Item-Slot frei haben. Reroll. Fuck. Reroll die Sterne. Ah, ich bin genervt. Ich werde jetzt den Stern vertauschen. Du da! Weg da! Neun Sterne sind hier. Bei Mario Party 6 ist das mit dem Mikrofon. 6 und 6 und 7 hat ein Mikrofon. 6 und 7 hat ein Mikrofon. 6 war das mit dem Tag- und Nachtwechsel. Für eine Sekunde wollte ich gerade heulen, dass ich auf dem Bowserfeld lande. Warum war da gerade ein Grafikfehler auf dem Coin-Zeichen? Swoosh.
Haha, weg mit euch! Macht Platz für mich. Ich kaufe diesen Stern. Selbst wenn ich 7 spielen kann, habe ich nur einen Controller. Ja, okay. Und wieder zurück. Schau mal, was mich wieder aufgehängt hat. Die nächste Lampenfortuna wird aktiviert. Ja, die Cam kommt irgendwann wieder. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Wir haben technische Schwierigkeiten. Los, Donkey Kong, verkack's wieder. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ja! Und jetzt am besten noch Chance Time. Nicht Chance Time, sondern das andere. Hier, das Goomba-Spiel. So wie es sich gehört. Ah, da bin ich wieder. Ah, für eine Sekunde war ich wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe heute den True Final Boss aus Monster Hunter Weiß gemacht. Ja, die Kamera hasst mich. Aber das komische Beispiel, da kann ich mal versuchen. Hä? Wo bin ich? Ach, ich bin hier oben. Okay. Und ab ins Wasser. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag das Spiel nicht. Cool, ich hab einen! Ich werde jetzt einfach aufgeben. Ich hab schon gesagt, dass ich das Spiel nicht mag. Dieses Minispiel aus Mario Party sowieso. Ich fand die Prämisse interessant, aber dann habe ich es gespielt und fuck it. Fuck alles. Aktivieren, deaktivieren. Funktioniere, ist mir egal, wer jetzt Erster ist. Die hängt sich beim ersten Ding auf. Wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Fertig. Muss das Ding wahrscheinlich komplett killen und ich komme jetzt nicht an den Stecker an meinem Computer ran. Viel Spaß mit diesem Standbild von mir. Ich hätte jetzt wirklich gerne noch einen Stern. Also wir gehen ein paar Frames vorwärts, sagen wir es mal so. Ist nicht so grazil mit vollem Mund, aber was soll's. Content-Warnung, Eye-Contact, sage ich dazu nur. Man muss alles so ein bisschen mit Humor nehmen. Mehr Frames hat die Animation in Pokémon Legends. Oh! Können wir bitte machen, dass Waluigi sein ganzes Geld verliert?
Ist doch voll doof, dass es sich immer aufhängt. Hast du schon... Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat was mit der Kamera zu tun. Ich denke, die überhitzt einfach. Das ist einfach meine Theorie. Kartenquark. Dreh die Karten mit der Stampfattacke um und finde Toad. Exo Baby Bowser aus, verlierst du. Welche Karte wird es sein? Ich darf als erstes. Das ist dein Google-Mob. Yeah, ich hab gewonnen. Ich bin nicht so gemeinsam zu dem Spiel, wo ich es ja nie gespielt habe. Ich kenne. Ich kann nicht alles. Ich kann nicht anders. Ist in Ordnung? Yeah. So, du meinst Legends Arceus? Ich dachte, du meintest Mario Party. So, Luigi ist tot. Komm, nimm Donkey raus. Donkey! Ah, Buhu bringt alle durcheinander. Karte gegen Karten. So, irgendwie spricht die mich an. Yo, ich überlebe! Wie gut! Es wird richtig heiß. Die Scheiße war Luigi auch noch. Eine Runde muss ich noch. Donkey Kong, stirb! Stirb, Donkey Kong, stirb! Ah, verdammt, so jetzt habe ich ganz schlechte, Vorsicht, Wortwitz, Karten noch zu gewinnen. Pokémon Legend Mario Party. Das war klar. Es gibt nur noch einen Toad. Hey, guck mal, wer da ist. Ich werde es mir jederzeit for free ausleihen, aber ich spiele das Prinzip nicht. Ich werde es irgendwann mal spielen. Also die Frames kommen zurück. Schaut euch meine Hand an. Du hast eine Zauberlampe. Oh, du hast mich gerufen. Komm, schwupps. Donkey Kong will es nochmal wissen. Er hat das meiste Geld, so. Wenn ich in den letzten Runden irgendwas hinbekommen habe, dann ist es quasi nichts. Ich hatte in den ersten Runden viel Glück. Aber jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Die nächsten Sterne sind hier. Hier unten links. Und dort oben rechts ist auch einer. Einfach fast der gleiche Weg. Also. Ich habe einen Umkehrpilz, aber ich habe leider keinen Goldpilz. Ich werde den Umkehrpilz noch benutzen. Steinblockschlitten. Leute, der dicke Lampengeist. Der dicke Lampengeist aus Mario Party 4 ist noch dicker. Okay, dieses Mal weiß ich, dass ich nur A drücken muss. Deshalb, zack, A. Z. B. A. Okay. A. Schneller, schneller, Wurms. Schneller, Weihnachten muss gerettet werden. Los. Ihr schafft das. Ja. Gut so. Wundervoll. Großartig. Wir wurden von Schnee getroffen. So ein Betrug. Weg. Ab dafür. Wieso kann er das Ziel schon sehen? Ich verstehe es nicht. Los, los, los. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Darf ich nochmal drücken? Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer W sagt, muss auch... Einfach nein. Einfach mal.
Ah nee, warte. Wo ist irgendwas? Es wäre tatsächlich sinnvoll, im komischen Rondell hier darauf zu warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Alternativ wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6 drin. Da müsste ich aber auf die Bank. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 bringt halt auch nichts. Ich habe leider schon gewürfelt, sonst hätte ich mit dem Umkörper jetzt arbeiten können. Und ja, dann gehe ich halt nach unten. Warte, es ist doch ein... Ich werde doch rübergeflogen. Das ist genau das, was ich wollte. Mensch, gut. Ich dachte, die hätte mich verzählt. Wer bist du, seltsame Gestalt in diesem Loch, die du uns fressen tust? Die du uns frisst. Oh shit, es ist Zeit für ein Duell. Um 14 Münzen. Er will mich komplett ausziehen. Und wahrscheinlich schafft er das sogar noch. Es gibt kein... Was? Klingen schwingen? Das ist es, Giratina. Es ist wirklich Giratina, stimmt. Oh mein Gott, das ist das eine Spiel, was ich kann. Es ist das eine Spiel, was ich kann. In Mario Party Superstars. Okay. Fuck! Ja, okay, dann geht's halt nicht. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Warum ist die Liane so kurz? Okay, ja. Ja? Okay. Fuck, ich muss mit Schwung. Anders bringt's nicht. Okay. Wieso braucht er so lange? Das kenne ich ja von, das ist von Superstars. Okay. Oh mein Gott, ich fick die Typen. Ich hasse ihn. Ich kann ihn erwürgen. Er hat mein Geld! Und er hat gesagt auch noch genau 100 Münzen. Und ich hatte 1 Million Versuche, ihn wiederzuholen. Toads Power Pilz. Hey, das Minispiel mit dem Riesenpilz. Der übrigens hier ganz anders aussieht. Okay, dann nicht. Ich bin raus. Wieso geht dieses Ding nicht? Ich wollte es gerade aussprechen, dann hat sich's wieder aufgehängt. Er wird den Ball. Ich mach noch ganz andere Sachen mit dem. Es bringt es hier nichts rumzurennen, weil ich habe ja kein Geld. Ich komme hier nicht vorwärts, ich habe kein Geld. Das Einzige, was ich bin, ist Erster. Mehr nicht.
Heute ist übel der Misttag. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Den kann ich auch nicht mehr. Es juckt nur noch alles. Mach, dass mein Leiden endet. Das war nochmal Lawinen-Schlawinen, aber... Ach so, das war das Ding mit dem Schneeball. Wir gehen jetzt gerade die ganzen Mario Party Superstars Minispiele ab, kann es sein? Dann weiß ich wenigstens die Steuerung. So, der Berg kommt mir auch größer vor als in Superstars. Ich erkenne gar nichts. Wieso habe ich keinen Ball? Okay. Und tschüss, Donkey Kong. Hat er den Smash gesagt? Hat er den Smash gesehen? Hallo, bau dir jetzt einen fucking Schneeball. Smash. Schön. Okay, das hat Spaß gemacht. Das hat mich ein bisschen erheitert. Wie die weggeflogen sind. So, wie viele Runden sind noch? Die letzten zwei Runden. Wenn ich doch jetzt einfach nur in Ruhe hier vorbeigehen könnte und mir den Stern kaufen könnte, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich den dritten Stern habe, bin ich ruhig. Luigi verkackt die Chance Time in 3, 2, 1 und... Jedes Mal, wenn ich sage. Hey, wieso ist da drüben ein Stern? Wurde der Stern einfach schon wieder bewegt? Schönes Schneemini-Spiel. Ich habe bekommen dieses Jahr mal wieder weiße Weihnachten. Hatten wir nicht sogar letztes Jahr weiße Weihnachten? Das Lustige ist, ich habe eine Wette mit Oswin irgendwie damals abgeschlossen, wo ich gesagt habe, so, ja, wir kriegen keinen Schnee vor Ende Januar. Und dann hatten wir einfach wortwörtlich eine weiße Weihnacht. Oder zumindest vor dem 24. hatten wir einmal Schneefall. In Berlin war es so. Beziehungsweise überall, alle hatten plötzlich Fotos von Schnee gepostet. Also mit anderen Worten, der Stern, den ich gerade kaufen wollte, ist weg. Es hatte keinen Grund, hier rumzuhimmeln. Und ich werde einfach nur noch die zwei Runden runterspielen und dann hoffen, dass mich die Bonussterne irgendwie supporten. Ansonsten geht die Runde an die Non-Believer, das ist auch völlig in Ordnung. Ich komme mir nur gerade ein bisschen verarscht vor von dem Spiel. Gib's zu, Mario Party, du wolltest dich nur bei mir einschleimen. Deshalb hast du mich gewinnen lassen. Weiß gar nicht mehr, ob wir letztens schon der Schnee hatten. Ich glaube, wir hatten definitiv vor Weihnachten Schnee. Also im Dezember. Daran erinnere ich mich eindeutig. Papa! Papa! Und ein Bowser-Handy geht an Donkey Kong, der mich da wahrscheinlich gleich anschwärzen wird. Mal schauen, was abgeht. Schnee kommt am 27. Dezember, ab dem 10. Januar nagelt mich darauf fest. Ja! Das habe ich gesagt. Und wann kam der Schnee? Er kam davor. Weil ich's gecallt habe. Weil es immer so ist, wenn man irgendwas callt. Schwing das Beil, schwing das Beil, schwing das Beil. Okay, ich drücke einfach alle Tasten gleichzeitig. Gibt es einen Soft Reset Code auf dem Super Nintendo? B! Z? Okay, das ist einfach. Z. Ich hack das Holz. Ich hacke so viel Holz, wie noch nie zuvor jemand gehackt hat. Schau mir an, wie mächtig ich bin, wie ich die Axt schwinge. Schaut euch meine Muskeln an. Oh yeah. Ich hab's drauf. Oh yeah, ich bin Daisy. Aha. Oh yeah. Ich zerpflück dich in der Luft. Der holzhackende Zerhasser. Ich find's süß, dass das in Icons oben angezeigt wird. Und nicht in Zahlen. Übrigens, hi Oswin.
Waluigi ist der holzhassende Holzhinleger. Wohl eher. Also, ist jetzt letzte Runde? Das ist letzte Runde. Und da sich der Stern nicht in greifbarer Nähe befindet, er befindet sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ich muss zählen, ich muss genau zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich müsste jetzt eine 9 würfeln. Aber ich sage nein. Ich sage nein. Ich benutze das coolste Item von ganz Mario Party 3. Moment. Moment, ich muss das nicht gegen mich selbst einsetzen? Luigi steht vor dem Stern, oder? Pick Luigi. Yeah! Ich krieg aber nur eine 8. Ich krieg leider nur eine 8. Wie bitter. Ich kann ihn ausnehmen, wenn ich Glück habe. Er hat kein Geld. Ja, mehr ist nicht drin. Mann, hätte ich nicht die 10 würfeln können. Aber wenigstens kriegen wir nochmal ein Duell-Minispiel. Das muss ich jetzt positiv sehen. Bowser Weitwurf klingt doch stabil. Ich glaube, das klingt wie Mario 64. Muss ich hier kreiseln? Würde mich nicht wundern. Wirble Bowser her. Winkel justieren. A wiederholt Bowser herumwimmeln. Sowie häufiges Drücken von A als auch die Winkeljustierung sind essentiell für einen Bowser-Weitwurf. Okay, dann werfen wir das Ding. Jeden wir Bowser durch die Gegend. Das ist ein guter Winkel, das ist ein guter Winkel, das ist ein guter Winkel. Ja, schaut euch den an. Fick diesen scheiß Bowser, Mann. Nimm meine dreckige Münze und verziehe ich. Seit wann können Computer Weltrekorde aufstellen? Gut, den muss ich auch noch zahlen, ey. Das kann nicht wahr sein. Tschüss, Luigi. Zurück mit dir, zurück mit dir. Und so funktioniert das Item. Man kann rückwärts gehen eine Runde. Ich finde das super. Ich finde, mehr Mario Party sollten den Rückwärtsplatz haben. Aber ich bin ganz ehrlich, hätte ich einfach so den Pilz auf mich eingesetzt, ich hätte noch einen Fragezeichenpunkt sammeln können. Ich bin geschützt, egal was er sich holt. Badabappidibub. Wenn du das Item wegwirfst, dann... Ich wusste es, das war das Bowser-Boot. Oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Gib mir Bowser-Handy. Och Mann, ey, jetzt bin ich arm. Wie kommt es ein Arschloch? Sind alle super reich. Das ist lächerlich. Waluigi hat alles. Geld, Sterne, das gute Aussehen. Und Donkey Kong, ist der Stern fake? Der Stern ist fake! Ich könnte kotzen! Ich könnte kotzen, er kriegt ihn auch noch! Es ist vorbei. Hey, ein Glück, ist es gleich vorbei. Ich glaube, ich passe das Spiel jetzt eine Weile nicht mehr an. Mhm. Reichen werden immer reicher und die Arme immer ärmer, wie im echten Leben. Ja. Nicht Staffelsport. Requisitenraten ist okay. Ist ein Bullshit-Minispiel. Oh, ist das ein süßer Hamster. Wo hast du den denn her? Der nennt mich an Hamtaro. Mhm. Oh, ich darf raten. Dagegen seid ihr noch nicht.
Ich sage, es ist der Stein. Der Stein war es. Ich hab's mit eigenen Augen. Hey, wieso kann ich mich wieder bewegen? Ja, dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Bist du noch ganz dicht? Ja, das ist ja auch Superstars. Es war die Hütte. In der Hütte. Fickt euch doch. Einfach zwei raus, okay. Links oder rechts? Es war der Busch. Dieses Spiel ist unmöglich. Dieses Spiel ist unmöglich. Rat mit Rosenthal, keine Ahnung. Nimm dir mein dreckiges Geld. Und jetzt hol dir deinen Sieg ab. Ihr seid doch auch 1 Million Mal auf dem Fragezeichenfeld gelandet. Ach ja, richtig, die werden jetzt abgefeuert. Pong. Das Ende steht bevor, aber wir zählen jetzt erstmal die Sterne. Wow, alle haben 2 Sterne, außer der arme Luigi. Und jetzt zählen wir die gesammelten Münzen. Mann, seid ihr reich, außer Daisy und Luigi. Luigi wird heute nicht gewinnen. Stattdessen küren wir jetzt den Minispielstern und der geht an Daisy. Wie habe ich das geschafft? Zur Hölle. Der Münzstern geht an Bad Luigi. Und der Fragezeichenstern geht an irgendwen, die Donkey Kong oder... Fickt euch doch, Baumichi. Ich hasse Baumichi. Ich kann diesen Dude nicht ausstehen. Ich mag es nicht, dass er populär ist. Aber ich mag ihn grundsätzlich. Ich mag es grundsätzlich, dass er existiert. Aber gut, trotzdem, die Believer haben gewonnen. So, warum soll ich mich beschweren? Trotzdem noch guter Platz. Yeah, Waluigi, the winner. Aber warum der? Das ist das Einzige, was er kann. Mario Party gewinnen. Oh mein Gott, ich liebe die Pappästhetik. Schaut euch an, wie hübsch das ist. Ergebnis im Detail, wenn ich bitten darf. Gibt es hier schon die lustigen Diagramme? Nee, ich glaube noch nicht. Fortsetzen. Also, wir wollen die Wette auszahlen. Prediction, bin ich mindestens Zweiter geworden? Tatsächlich, ja. Wieso verlierst du nicht mal? Ich hab doch verloren. Wurde nur nicht Erster. Das ist ihm doch das Einzige, was er im Leben hat. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. So. Damit endet der N64-Marathon. Dann doch noch etwas mit Farbenbeigeschmack. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den Spielen. Ich hoffe, die Qualität war okay. Die technischen Pannen zu verzeihen und meine Laune. Es war aber auch langweilig heute so. Seit Mario Party.